Stani! Jägermeister! Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sag die ganze Zeit, Stu, wann zeigst du uns endlich mal dein Zimmer? Mach mal bitte eine Roomtour. Please, no. Wenn die Zeit reif ist, dann werde ich euch alles zeigen. Darum wird es aber heute in diesem Video gar nicht gehen, sondern es geht um den Boxfight zwischen Leon Mascher und Standard Skill. Wer von den beiden wird der Sieger sein? Bam! Ich bin so übertrieben gehypt auf das Box-Event, auf die ganzen YouTuber, auf die Kollegen, die wir dort live sehen werden. Ich nehme euch natürlich mit. Ich werde euch alles zeigen. Das wird mega nice. Also lasst schon mal 5 Likes da. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Let's go. Aber es gibt ein kleines Problem. Und zwar bin ich gerade hier immer noch im Gaming-Haus in Malta. Ich muss erstmal meinen Koffer packen und danach geht es rüber in den Boxfight. Wow. Hä? Wo bin ich hier auf einmal, Leute? Help me. Und wer bist du denn? Paradox. Okay, und was soll das heißen? Ich bin der Giannis, Junge! Kian ist auch am Start und wir sind jetzt in Deutschland angekommen. Wir sind gerade auf der Autobahn Richtung Hamburg. Wir werden in einer Stunde ungefähr ankommen. Aber Leute, man muss auch dazu sagen, aktuell gibt es gerade hier einen fetten Orkan, auch genannt Zeynep. Der ein oder andere, denke ich mal, wird davon Wind bekommen haben. Deshalb bin ich überhaupt gespannt, wie viele Leute überhaupt anwesend sein können. Weil ihr wisst, die ein oder anderen YouTuber wohnen relativ weit weg und können gar nicht mit dem Zug oder mit dem Auto hierher fahren. Deshalb, Freunde, ich bin gespannt, wen wir alles sehen. Weißt du, was ich gerade richtig gefeiert habe? Was? Du sagst, der Sturm Zeynep? Die haben Wind davon bekommen. Boah, der war richtig cool, Digga. Ehrlich? Okay. Ey, lach nicht. Sorry. Kianis, bist du gehypt eigentlich? Ich bin auch nochmal gehypt. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, Leute. Das wird zu krank. Ballert ein Like und einen Kommentar rein, Leute, wenn ihr seine Vlogs feiert. Meine Vlogs sind gar nicht so lecker, Schmecker. Das bildet sie nur ein. Wir sind jetzt in Hamburg angekommen. Jetzt heißt es erstmal auf die ganzen Jungs warten. Lofty kommt auch gleich her. Dann gehen wir erstmal zu MBK. Was machen wir danach? Futtern. Futtern, Mittagessen, Leute. Ich habe echt Hunger. Was, aber auf was hast du Bock? Auf was ich Bock habe? Ja. Sag dir ehrlich, ich hätte Lust auf was richtig Geiles. Nicht so Fast Food, Mc's, KFC. Ich will sowas richtig geil, Gesundes. So, zart, das hin? So richtig Fleisch, so richtig, wo du reinbeißt und diese Fleischsaft. Ja, so in etwa. So in etwa vielleicht. Guckt mal, wen wir hier haben. Hallo, ich bin der Merken. Und Mr. Enrico. Freunde, wir warten hier noch auf Lofty. Lofty wird auch gleich ankommen und dann gehen wir schön essen und die spielen hier gerade einfach Super Smash. Hat hier eigentlich gerade verloren. Statement? Ey, ich schwör, ich hab gewonnen. Warum zeigt ihr denn beide auf mich? Was? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich kenn ihn. Lüge. MBK gegen Stu. Wer ist dein Main hier in dem Game? Eigentlich Kajutsu, aber ich hab noch nicht freigeschalten, weil ich bin zu faul für die Story. Schade. Ich soll damit spielen oder was? Ich weiß nicht. Wie ich soll damit spielen? Okay. Das Schokobock. Dann spiel ich jetzt damit. Let's go. So, Leute, seid ihr ready? Let's go. Ready, let's go. Doch, Kirby nehmen, Leute. Enrico hat's geschafft. Eine Minute, 37 Sekunden später. Boom! Oh mein Gott, Leute! Ich hab die mit dieser Scheiße fertig gemacht. Kirby, Junge, let's go, Mann. Statement. Ich krieg gerade einen Anruf Bro, komm, rein, was hallo. Für einen Controller? Ich muss meine Mutti hochladen. Er hat auch so einen Controller. Was hast du für einen Controller? Klar, Medium Mineral. Er hat einfach damit gespielt. Wer ist gekommen? Ein Würfel. Oh, shit. Oh, wow. Ich muss meine... Auf Holz aussehen, ja? Flex. Was ist das für ein Wetter, Mann? Bitte. Mücke. Flex. International. Boah, was geht denn da ab? Einfach Itachi oder was? Ich schwöre, Digga, einfach Itachi war da. War so ein Film, hier überhaupt einen Parkplatz zu finden. Aber wir haben es endlich nach einer halben Stunde geschafft. Und wir gehen jetzt einfach zu Özurfa. Ich sag euch, das ist der geilste Dönerland überhaupt. In Hannover haben wir auch einen. Und das ist einfach zu geil dort. Ich hab schon richtig Bock aufs Essen. Entschuldigung, das besetzt. Weg von euch. Hier auf. Oh, lecker. Oh, Junge. Stabil. Also ich brauche noch ein neues Essen. Klaut ihr das einfach? Was ist? Alle plötzlich Gangster oder was? Mit Starnzucker im Mund? Starnzucker? Oh, scheiße. Das, meine lieben Freunde, ist ein Starnzucker. Wir haben gerade fett gegessen, Leute. Jetzt geht's Richtung. Keine Ahnung, wohin geht's überhaupt? Oha. André, bist du hier der Taubenflüsterer? Sag mal ehrlich.
geht's. Der Ting dort. Okay, das war eher. Was passiert? Was hast du im Mund? Das ist ein Starnzocher, wie es du sagst. Ich bin satt. Und jetzt gehen wir gleich zu dem Fight von Stani gegen Leon. Wehe, Stani, du verlierst. Dann bin ich sauer. Ich bin richtig sauer auf dich dann. Wir haben den Tier. Seine Karre an. Statement? Hab ich auch. Zwei Stück. Ich bin reich! An Munkit. Heute ist der Fight zwischen Stani und Leon Mascher. Achso, ich dachte, ich kämpfe. Wenn beide Erfahrung haben, ist Gewicht sehr wichtig, weißt du? Gewicht, Masse. Und das Wichtigste ist Aufregung. Wenn du nicht aufgeregt bist, keine Angst hast, gewinnst du easy. Schöne Worte easy. Von André. Was heute entscheiden wird, ist Ausdauer. Mehr sage ich nicht. Enrico. Was kann ich für Sie tun? Stani oder Leon? Ganz ordentlich, Stani. Statement. Stani, Stani, Stani. Was soll da anderes passieren? Sag mal ehrlich, wer ist denn dieser Leon? Direkt der nächste Kampf wird hier arrangiert, oder was? Stani ist über 100 Kilogramm, so weißt du, ich meine? Guck mal, Stani, alle sind einfach für dich. Verstehst du das? Wenn du verlieren solltest, dann sind wir sauer auf dich. Das geht nicht anders. Stani, Junge! Hau ihn eine runter, dem Alten! Okay, Leute, herzlich willkommen. Boah, wie krank ist das bitte? Einfach ein Raumschiff. Ihr seid mit live dabei, wie wir in einem Raumschiff sitzen. Was geht, Pilot? Was geht? Herr SU, was sagen Sie dazu, dass Sie jetzt zum Standard-Skill-Live-Event-Box-Event fahren? Nimmst du schon gerade auf? Ich denke schon. Wie sieht das aus? Das sieht aus wie so ein Flaschengeist. Ich bin kein Flaschengeist. Leute, wir sind jetzt endlich ausgestiegen. Die ganze Truppe hat sich getrennt, weil wir nicht so viele Plätze mit Autos haben oder hatten. Die restlichen Jungs sind schon anwesend anscheinend dort drinnen. Das Hauptproblem war, wir sind gerade 50 Minuten gegangen, weggefahren, weil einer namens Enzo Co. Kacken ging los. Oh, das war ich, Leute! Er hat das einfach jetzt geleakt. Guck mal, wie viele Leute da schon warten. Wir müssen uns wahrscheinlich anstellen wie jeder andere auch. Denkst du? Let's go! Ey, wo ist Inno? Warte. Guck mal den Hintergrund an. Das sieht voll episch aus mit dem Hintergrund. Stani, 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 it was at this moment that he knew he fucked up. Freunde, ich hab von Stu einfach seine Cam geklaut. Er hat sein Perso vergessen. Er ist gerade gelaufen und hinter ihm sind 50 Leute hinterhergelaufen. Wir warten jetzt gerade hier, wir haben ein bisschen Probleme, in den Eingang reinzukommen. Just a prank. Just a prank, bro. Wir sind reingekommen. Leute, ich küsse noch die Herzen von den ganzen Zuschauern, die wir gerade gesehen haben. Das war wirklich zu crazy. Ey, was geht? Was geht, Esu? Jungs, wir sehen uns hoffentlich später, ja? Macht's gut. Ich küsse dein Herz. Okay Leute, wir können jetzt zum ersten Mal reingehen. Ich bin selber gespannt, wie es dort optisch aussehen wird. Enrico, yo. Ich folge dir. Let's go. Wow, das ist riesig, ein Vorzimmer. Wir sind gerade so oder so viel zu früh hier. Der Kampf mit Stani und Leon, der startet irgendwann gegen, keine Ahnung, 24 Uhr, 23 Uhr. Wie spät haben wir es gerade, Jungs? Wisst ihr gerade, wie spät es ist? 19.50 Uhr. Also wir müssen hier noch auf jeden Fall lange warten, bis die ganzen anderen Profikämpfer am Start sind. Und danach später Chaos Freak, Apo Red, Leon gegen Stani. Da freue ich mich übertrieben hart. Wir haben leider keinen Sitzplatz. Wir haben uns jetzt einfach auf andere Plätze hingesessen von anderen Leuten. Wir sind ein bisschen rausgekommen, ein bisschen Pause, Leute. Sie geht's Ihnen noch ganz gut? Schmeck Käse! Haben Sie schon was, Pichi? Wenn ich du wäre, würde ich da jetzt mit Menschen und tanzen! Noch zwei Kämpfe, dann heißt es Apo Red gegen KS Freak. Was ist das eigentlich für eine Hand da hinten? Warte, das klemmen wir jetzt.
Hallo, was wollt ihr die ganze Zeit von mir? Wir dürfen hier eigentlich gar nicht sitzen. Wir müssen jetzt so lange hier sitzen bleiben, bis irgendjemand sagt, das ist mein Platz. Ich habe den Platz reserviert. Gleich geht es los. ApoRed gegen KS Freak. Ich sag natürlich, ApoRed soll hier als Sieger rausgehen, Leute. Aber man sollte trotzdem KS Freak nicht unterschätzen. Deshalb bin ich gespannt, wer hier als Sieger rausgehen wird. Und danach endlich der legendäre Fight, auf den wir hier die ganze Zeit gewartet haben. Die Leute, die haben einfach gerade deutschen Rekord gebrochen. Und zwar 450.000. 460.000, jetzt 440. Das ist zu krank, Leute. Und überlegt mal, die Fights haben noch nicht mal richtig losgegangen. Die sind noch nicht mal losgegangen. Überlegt mal, wenn Stan und Leon gleich im Fight drin stehen. Was passiert dann? Eine Million? Eine Million. Gute Show. Ich war da. Endlich los, Leute. Auf diesen Kampf haben wir so lange gewartet. Stani gegen Leon. Wer wird die Einzige rausgehen? Freunde, ich bin so geil. Stani, nur für dich sind wir extra hierher gekommen. Leute, wir sind einfach relativ weit vorne hier am Start. Herzlich willkommen aus Lanz hier in seinem Home Gym, in seiner Hut, Leon! Es geht gleich los, checkst du das? Stani muss gewinnen. Ich gehe nackt auf die Bühne, wenn er gewinnt. Er muss gewinnen, es gibt gar kein so ein Ding, ey. Er muss einfach gewinnen. Auf das Stani! Der Junge muss gewinnen! Hey!
Wir haben keine Stimme. Meine Stimme ist weg. Ja, Junge. Hat sich ein geisteskrankes Geschenk auf die Beine wirklich. Du, krass, Digga. Was hat er da gerade gemacht? Dani hat einfach gewonnen, Mann. Let's go. Dani hat aber gewonnen, Digga. Ich hab mit allen gerechnet, aber nicht damit, Digga. Bruder, Alter, mein Gott. Nächstes Mal. Das, Leute, war wirklich ein richtig geiles Turnier. Hey, was geht? Hat Bock gemacht, oder? Eben zum Fight. Die Junge, Stadi hat ihn auseinandergenommen, ne? Drei Runden, wie das, Runde? Das war zu krank, das war wirklich so heftig. Lauf dir ein paar Worte von ich dir. Ich hab meine Stimme verloren. Ey, krass, alle haben ihre Stimme verloren. Meine geht noch, Bro, obwohl ich auch die ganze Zeit rumgeschrien hab. Er hat nicht genug geschrien, oder? Respekt auch an Leon, auch wenn er als Verlierer hier rausgegangen ist, Leute. Lachen, sowas auf die Beine zu stellen, so lange vor allem, das ist schon heftig. Leon, gut gekämpft, muss man sagen, Freunde. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mit Stani und den restlichen Jungs, keine Ahnung, eine Bar oder so. Und feiern nochmal richtig den Sieg von Stani. Ah, Leute, es ist einfach, wie spät haben wir es gerade? 1 Uhr morgens fast. Wir werden jetzt noch warten, bis Stani sich fertig macht. Kurz erholen. Freunde, 1:30. Wir sind fertig. Wir sind mittlerweile im Auto. Ich sitze hier hinten. Kian ist als Fahrer links. André auf der rechten Seite. Und ich muss wirklich sagen, das Event war 1+10/10. Es ist wirklich krank, dass Stani und Apo gewonnen haben. Ich war sogar für beide. Umso mehr freue ich mich jetzt. Ich kann einfach jetzt meine Augen schließen und sagen, Leute, geiler Tag gewesen. Unsere Jungs haben gewonnen. Vor allem mein Sohn Stani hat gewonnen. Ich bin einfach stolz auf ihn. Geiler Tag gewesen, auch mit den Jungs. Alles 10/10. Hammer. Digga, wir haben uns einfach verewigt. Dieser Tag wird nie wieder genauso sein. Ja, und Stani ist wie Mike Tyson rein, Digga. Ja. Erste Runde, Ding, 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 er läuft rein, papa, papa. Erste Runde, Rippe gebrochen. Das muss man sich mal überlegen. Leute, und wir waren live einfach dabei bei diesem kranken, enormen Rekord. Die Rede von beiden fand ich wirklich gut. Null abgehoben, richtig sympathisch, beide auch. Sowas ist auch viel geiler, wenn man einfach den Gegner respektiert, quasi die Handen gibt und beide sich umarmen. Das habe ich echt gefühlt, Leute. Das war nice. Wer weiß, vielleicht gibt es bald den nächsten Fight. Irgendjemand wird wahrscheinlich so motiviert sein und einfach denken, okay, komm, ich fordere jetzt Stani und Red heraus. Beim nächsten Fight sind wir vielleicht auch wieder dabei. Also, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da für den Vlog, falls euch der Vlog euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Rein. Peace.